Menschenfressende Pflanzen sind kryptozoologische Pflanzen, die laut Volkssagen unter Ureinwohnern indigener Völker sowie Abenteurerberichten aus dem 19. Jahrhundert fähig sein sollen, einen Menschen oder ein großes Tier zu töten und zu verzehren. Sie wurden aufgrund von Zeitungsartikeln, Büchern und Reiseberichten, die ihre Existenz behaupteten und vermuteten, auch zum Bestandteil moderner Legenden. Darüber hinaus fanden sie Verwendung als Motiv in Kunst und Kultur. Es gibt verschiedene einzelne Vorfälle zu besagter Legende. Die bekannteste menschenfressende Pflanze soll auf Madagaskar stehen. Angeblich seien sie im Jahr 1878 von einem deutschen Forschungsreisenden Karl Liche in einem Brief an einen polnischen Botaniker namens Romeusz Frydlowski beschrieben worden und tauchten tatsächlich in lokalen Legenden der Mkodos, einem Volk im Landesinneren, und Missionarsberichten auf. Weder für die Existenz von Liche, Frydlowski, der Mkodos oder des Baums existieren jedoch Belege. In den 1950er Jahren ergaben Nachforschungen von Willie Ley, dass der ursprüngliche Bericht von Karl Liche und auch seine Person selbst eine Erfindung waren. Nach Liches Angaben wäre der Baum 2,5 Meter hoch und besäße 8 ca. 3,5 Meter lange Blätter sowie mehrere etwa 1,5 Meter lange Fühler. Im Jahre 1925 berichtete der American Weekly, das gleiche Magazin, das bereits zuvor von der menschenfressenden Pflanze in Madagaskar schrieb, dass eine weitere menschenfressende Pflanze auf Mindanao, einer Insel der Philippinen, existieren würde. Der menschenfressende Baum von Nubien war ein fleischfressender Baum, von dem ein Augenzeuge berichtete, der seine Geschichte im Jahr 1881 erzählte. Der Autor Phil Robinson erzählte in Under the Punkah von 1881 die Geschichten von den Reisen seines Onkels durch die ganze Welt. Er beschrieb einen menschenfressenden Baum, der in Nubia zu finden sei. Die Geschichte beschreibt, wie der Baum einen der einheimischen Gefährten des Onkels gefangen nahm und fraß und wie der Onkel dann auf den Baum schoss. Als seine Munition schließlich aufgebraucht war, setzte der Onkel seine Arbeit fort und zerstörte den Baum mit einem Messer, während der Baum sich mit seinen blutsaugenden Blättern und sich verwickelnden Ästen wehrte. Es ist unklar, ob es sich bei der Geschichte um eine Fiktion handelt oder nicht. Ein weiteres Exemplar einer für den Menschen gefährlichen fleischfressenden Pflanzen soll die Yati-Veo-Pflanze sein. Übersetzt bedeutet das so viel wie "Ich sehe dich schon". Sie wächst in Teilen Mittel- und Südamerikas, hat aber auch Ableger in Afrika und an den Rändern des Indischen Ozeans. Es gibt viele verschiedene Beschreibungen der Pflanze, die vorrangig große Insekten frisst, aber auch schon versucht haben soll, Menschen zu fangen. Gemeinsam haben alle Erzählungen, dass die Pflanze einen kurzen, dicken Stamm und langen Ranken hat, die sie zum Fang ihrer Beute einsetzt. Gewisse Berichte behaupten, sie sei im Besitz eines Auges, mit dem sie die Beute lokalisieren kann. Die Eingeborenen sahen sie als schlechtes Omen. Man vermutete das Werk eines Magiers oder Hexenmeisters. Am 27. August 1892 berichtete der schottische Wissenschaftsautor Andrew Wilson in seiner Kolumne Science Jottings in den Illustrated London News über einen Naturforscher namens Sir Wyndham Roland Dunstan, dessen Hund von einer Pflanze getötet und verzehrt worden sei. Der Vorfall habe sich in einem Sumpfgebiet und in die Karaguasee zugetragen. Einen Monat später, am 24. September 1892, beschrieb Wilson in seiner Kolumne eine weitere ungewöhnliche Pflanze. Es sei beobachtet worden, wie der Snake Tree im Sierra Madre in Mexiko einen Vogel verschlungen habe. Ein weiteres vermeintliches Exemplar eines menschenfressenden Baumes sahen 2007 die Bewohner eines Waldgebiets in Indien. Die Pflanze versuchte eine Kuh zu essen, die zum Weiden in den Wald gelassen worden war. Wie aus dem Nichts sei die Kuh plötzlich von den Ästen des Baumes gepackt und vom Boden gezogen worden. Die restliche Herde rannte verstört davon, der Kuhhirte holte Dorfbewohner zu Hilfe. Diese schlugen mit Stöcken auf die Ranken des Baumes ein, bis diese schlaff wurden und von der Kuh abließen. Ein Forstbeamter berichtete, der Baum sei bei den Einheimischen als Pilimara, Tigerbaum, bekannt. Ein nach dem Vorfall recherchierendes Kamerateam erfuhr von zahlreichen ähnlichen Vorfällen. Viele Dorfbewohner beschwerten sich darüber, dass Rinder ohne Schwänze von der Weide zurückkehrten. Sie führten das Fernsehteam zu der vermeintlichen Stelle, an der die Kuh vom Baum erfasst worden war. Außer zahlreicher zerbrossener Äste war jedoch zu dem Zeitpunkt nichts Verdächtiges zu sehen. Trotz der Beschwerden der Dorfbewohner und der Berichterstattung im Fernsehen gab es keine offizielle Untersuchung im Fall des kühe essenden Baumes. Wissenschaftlich belegt ist seine Existenz demnach nicht.